Auch ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu meinem Kurzvortrag Solarthermie kombiniert mit Photovoltaik. Wir haben es gehört, der Stichtag kommt näher. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe von der Industrie, sie davon zu überzeugen, dass nicht 10 Jahre warten müssen, dass es heute schon sehr gute Lösungen gibt, die erstens wirtschaftlich sind, aber auch klimaneutraler werden und dementsprechend unser Gesamtziel, unsere Gesellschaft einen massiven Beitrag leisten können. Wenn ich heute unterwegs bin, dann sind das gewisse Themen, die sind omnipräsent, die dominieren unsere Gesellschaft und das hat sich aus meiner Sicht massiv beschleunigt in den letzten 2 bis 3 Jahren. Das Thema Energie, Nachhaltigkeit, was für eine Welt wollen wir unseren nächsten Generationen hinterlassen? Das sind alles Punkte, die unsere Gesellschaft heute beschäftigen. Und ich habe es jetzt etwas provokativ mit Goldgeberstimmung Bild dargestellt. Ich denke schon, dass wir in der Ära sind von einem neuen Zeitalter und dass wir unseren Beitrag diesbezüglich leisten müssen. Es gibt so viele interessante Lösungen und ich habe es jetzt auch gehört von Fördergeldern, von der Planung, dass man da wirklich die Gesamtheit der Lösungen kennt, damit man sich keinen Weg für die Zukunft verbaut. Und das möchte ich jetzt mit Gesamtlösungen, nebst dem Kernthema von heute, der Heizung, Ihnen gerne präsentieren. Der Weg, der eingeschlagen wurde, das ist der richtige Weg aus meiner Sicht. Und es gibt auch kein Zurück heute. Ich glaube, am ersten Talk in Bern, wer da auch bereits dabei war, hat das gesehen mit den Fakten, die heute bekannt sind. Der Klimawandel ist eine Realität. Und dementsprechend können wir uns nicht die Augen verschließen. Der Weg, der wird noch lange sein. Es gibt sicher heute noch viele offene Fragen bis 2050, diese Klimaneutralität zu erreichen. Aber der Weg wurde eingeschlagen und muss jetzt begehen werden. Die 2 Referate, die ich vorhin gehört habe, die kommen mir sehr entgegen, weil ich sehe heute die Lösungsansätze, die wir haben, die wir anbieten können, wie ein Puzzle. Ein Puzzle mit ganz vielen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die heute schon machbar sind und die heute schon State of the Art sind, die heute schon installiert werden. Und wie bei einem Puzzle kann man irgendwann anfangen, ein Grundstein legen und das ganze Projekt dann 5 Jahre später, je nachdem im Extremfall überspitzt, weiterführen. Und diese Möglichkeit, die ist da und ich appelliere auch, dass eine gute Beratung von Anfang an in Betracht gezogen wird und genutzt wird. Weil es gibt so viele Theorien zum Thema erneuerbare Energien und es gibt Fachleute, die das auch gesehen haben, die da wirklich mitbegleiten können auf diesem Weg. Ich habe etwas vor mehr als 2 Jahren bei der BKW angefangen und als ich dazu mal angefangen habe und das Thema Photovoltaik im Raum stand, da hat uns immer vor allem ein Thema beschäftigt mit Fragen von Kunden. Wie ist es mit der Wirtschaftlichkeit? Die Wirtschaftlichkeit stand immer im Fokus. Wie lange dauert eine Amortisation? Und in diesen 2 Jahren, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, hat es eine massive Veränderung gegeben. Wir haben auf der einen Seite die Klimapolitik, die Klimajugend, die Fakten, die heute auf dem Tisch liegen, dass wir umdenken müssen. Und auch Corona, aber jetzt auch leider der Krieg in der Ukraine, die das Thema Energie nochmal absolut in den Fokus gebracht haben. Und diese Gesamtkonstellation, die zeigt schon, dass wir in den letzten 2 Jahren einen massiven Boom hatten zum Thema erneuerbare Energien. Und das belegen schlussendlich auch die Zahlen. Die Industrie hat trotz gewisser Materialengpässe in den letzten 2 Jahren massiv zugelegt. Sei es bei den Wärmepumpen, in der Photovoltaik, bei den Speichern, das sind durchschnittlich jährlich über 20% Wachstum, die hier generiert wurden. Natürlich auch unterstützt, wie wir es gehört haben, mit Fördergeldern, die schlussendlich das Thema beschleunigt haben. Wir von dem BKW haben uns als Mission gestellt, dass wir Lösungen für eine lebenswerte Zukunft erarbeiten wollen. Ich denke, heute muss es uns gelingen, technische Lösungen anzubieten, die ihren Komfort nicht einschränken. Nichtsdestotrotz deutlich weniger Energie benötigen und trotzdem auch im Winter bei ganz kalten Tagen gewährleistet ist, dass sie genug warm haben.
Wenn wir mal reingehen in so Gesamtlösungen, da hat das sicher auch noch ein wichtiger Effekt, die das Ganze beschleunigt haben, das ist die E-Mobilität. E-Mobilität, ähnliche Wachstumsraten, wie wir vorher gesehen haben bei den Wärmepumpen oder bei Photovoltaik, wie sieht es auf der Straße, das Thema ist auch omnipräsent. Und wenn ich heute als Besitzer von einem Mehrfamilienhaus bin und einen neuen Mieter suche, dann kann sehr schnell die erste Frage sein, haben Sie eine Ladestation für meinen Tesla oder was auch immer. Und das sind Thematiken, die muss man sich stellen und Lösungen suchen. Wir gehen heute, das sind apropos auch Lösungen, die werden heute schon gelebt. Das ist nicht irgendwo Zukunftsmusik. Wir haben es gehört, im Keller steht die Wärmepumpe. Wir haben PV auf dem Dach. Wir haben einen Speicher. Das ist natürlich die idealste Konstellation, dass wir auch nachts unser Auto aufladen können oder in den Wintermonaten. Und die Ladestation fürs Auto. Das ist für ein klassisches Einfamilienhaus kombiniert, wenn da schon auch Solarthermie besteht, die idealste von der Konstellation nach. Beim Mehrfamilienhaus wird die genau gleiche Technik verwendet. Was hier sicher noch dazu kommt, dass man irgendwo ein System haben muss, wir nennen das CEF, wo wir den ganzen Stromverbrauch auch abrechnen können unter den verschiedenen Parteien. Und somit sichergestellt wird, dass wer sein Auto lädt über die Nacht auch schlussendlich den Strom bezahlen muss diesbezüglich. Was natürlich einen extremen Change jetzt hervorgebracht hat, nebst der E-Mobilität, ist der Strommarkt. Wir haben es gehört, der Strommarkt ist volatil. Wir haben geopolitische Einflüsse, die das beeinflussen, die nicht immer unserer Hand liegen. Und dementsprechend, wenn wir eine Wärmepumpe einbrauchen, die ja natürlich auch einen gewissen Eigenverbrauch hat und den Strom selber produzieren können, dann ist das natürlich die optimalste Konstellation. Was auch geändert hat durch diese Krisen, die wir jetzt durchlebt haben, dass die Rückvergütung für den verkauften Strom, den wir zurückspeisen ins Netz, zu einem sehr viel attraktiven Preis zurückgekauft wird als noch vor 3 oder 4 Jahren. Es gab eine Zeit lang, da gab es pro Kilowatt durchschnittlich 4-5 Rappen, was ja nicht viel ist. Wir haben im 21, aber auch für 22 einen massiven Anstieg der Energielieferanten, die diesen Strom zu einem marktgerechten Preis heute zurückkaufen. Wenn wir sehen, im 21, im Q4, da war es wirklich ganz extrem, da gab es bei der BKW zum Beispiel über 20 Rappen pro Kilowatt. Die Prognosen heute für 22, die pendeln sich ein, dass man davon ausgeht, dass man auch in diesem Jahr ca. 20 Rappen pro Kilowatt zurückvergüten kann. Das hat natürlich auch einen massiven Einfluss, wenn wir auf die Wirtschaftlichkeit von so einer Gesamtlösung überlegen, dass diese Anlage deutlich früher amortisiert sein wird. Wenn ich so ein konkretes Beispiel nehme, was kostet mir eine PV-Anlage? Wir haben es vorhin gehört von der Seite von der Wärmepumpe. Ein klassisches Beispiel für ein Einfamilienhaus von 6 bis 12 Kilowatt. Dann sieht man mit den Fördergeldern und mit den Steuerersparnissen, die wir generieren können bei der Investition von so einer Anlage, dass man bei 13.000, 16.000 Franken schon dabei ist. Also es ist auch hier Fakt, dass die Preise für so eine Anlage im Vergleich noch vor 5 oder 10 Jahren massiv runtergekommen sind und dementsprechend die Anlagen auch erschwinglich worden sind. Was heißt das für diesen Case von der Investition, von der Amortisation, auch von der Größe her? Da spricht man heute bei einem Einfamilienhaus von 16 bis 10 Jahren, je nachdem, wo die Konstellation ist. Ich erinnere mich daran, früher waren da Diskussionen weit über 20 Jahren. Und von dem her, die Wirtschaftlichkeit auch der Anlage, die werden massiv besser von der Technologie her. Was ich auch oft gefragt wurde, was bedeutet das konkret, CO2 einsparen, wie kann ich mir das vorstellen? Anhand von einem Beispiel, von einer vierköpfigen Familie, von einem Haus aus dem Baujahr 1985, wo wir die Ölheizung rausnehmen, kombiniert mit einer PV-Anlage, was das bedeuten kann. Wir sehen auf der linken Seite 81% CO2-Einsparung. Und das ist wirklich extrem massiv. Man sieht es auch im Kilo. Und was bedeutet das, wenn man sich das versucht bildlich vorzustellen? Das sind 20.000 gefahrene Kilometer. Wenn man sich da vorstellt, dass der Durchschnitt Schweizer etwa 10.000 Kilometer fährt, dann sind das massive Einsparungen. Sie können auch natürlich Ihren Footprint von der ganzen Familie um ein Fünftel senken. Und
wenn man das sich doch bildlich darstellt mit den Bäumen, die es braucht, für diese Ölheizung zu kompensieren in CO2, das sind 317 Bäume. Ich glaube, das sind schon eindrückliche Werte, die uns nicht nur von der Wirtschaftlichkeit, aber auch schlussendlich von den gesellschaftlichen Themen, die heute uns beschäftigen, mit auf den Weg nehmen müssen, bei der Betrachtung für die Zukunft, ihr Haus zu sanieren und dementsprechend auch zeitgemäß dann ajour seid für die Zukunft. Und ich denke, das Thema wenn man die Energie selber produzieren kann, das hat man bei Corona, bei diversen Themen gesehen, ist sicher auch eine gewisse Sicherheit, dass man weiß, okay, ich kann das selber stemmen und bin nicht nur hundertprozentig angewiesen auf die Lieferung von externen Lieferanten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Druck im zweiten Schritt. Danke schön, Frederik Kalli. Wenn ich das richtig sehe, ist die Ideallösung heute Photovoltaik plus Wärmepumpe. Ist das State of the Art heutzutage, also, wenn es geht? Also von der Konstruktion, man muss dann immer die Gebäude eben in der Planungsphase schon anschauen, aber das ist schon ein Modell, das bewährt sich heute. Kann sich das irgendwann oder schnell ändern auch wieder, dass wenn man heute große Investitionen tätigt, dass dann das in 10 Jahren schon wieder anders aussieht? Nein, ich denke nicht, weil wenn wir die Lebensdauer, sei es von einer Wärmepumpe oder von der PV-Anlage anschauen, dann sprechen wir von 20, 25 Jahren. Also da sind Sie sicher auf der sicheren Seite. Gut, danke schön für den Moment. Wir sehen Sie gleich wieder für die Fragen.